In Basel, Temperaturen im zweistelligen Bereich, gerade über dem Gefrierpunkt. Insofern das auch nachvollzogen von den Behörden. Und dennoch haben die Behörden etwas damit zu tun, denn die Fans sind freiwillig umgezogen. Hier haben wir sie ganz weit oben in Sektor G. Freiwillig, naja, man kann auch sagen, sie fühlen sich in die Aktivität gezwungen. Stichwort Kollektivstrafen. Das ist eine schweizweite Fanaktion. Verschobene Wahrnehmung, verschobene Kurven. In etwa so kann man das zusammenfassen. Soll Fabio Celestini und seine Mannschaft nicht weiter stören? Ist natürlich die Frage sportlicher Natur, wie weiter mit dem FCB? Schaffen es die Mannen von Mattia Crocitorti am Aufwärtstrend des FCB zu rütteln? Völlig klar, Lugano immer schwierig, diese Aufgabe, aber durchaus auch machbar für den wiedererstarkten FC Basel, der seit Ende Oktober, seit Fabio Celestini das Amt angetreten hat, auf Platz 2 läge hinter den Young Boys. Die Abwehr den Ball, dann ist Platz da über die rechte Seite, Ishamau wieder bis Limi, erster Abschluss, mal knapp 4,5 Minuten, Velacci, der Absender. Dominik Schmid, Baris gestartet und kommt nicht an den Ball, obwohl er vor Lukas May beim Ball gewesen ist. Der weite Ball von Renato Vega, der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Saipi muss eingreifen. Benjamin Cololi, erste Möglichkeit für den FCB. Und jetzt im Gegenzug Renato Steffen. Ah, Flanke suboptimal. So, vier Arme oben. Fabian Frey mit rechts, Dominik Schmid mit links. Erster, dritter Ball, gefährlich in den Strafraum. Und dieser Barry, der hat lange Beine. Ist aber nicht mehr dran. Genauso wenig auch Cololi, der dem Ball fast noch näher gekommen ist. Aber nicht ungefährlich, das Ganze. Mehr Platz hat er gesehen. Cololi, starke Ballannahme. Barry im Zentrum. Immer noch. Benjamin Cololi versucht selber. Und das war nicht schlecht. 25. Gute Möglichkeit. Mit der Brust nimmt er den Ball mit. Benjamin Cololi. Bisher auffälligster Basler Offensivakteur. Und es braucht wenig, um diesen Funken zu entfachen. Ein Abschluss auf das Tor von seinem. Saipi mit dem Fehler und oh mein Gott, fällt der Ball in der Folge ins Tor. Uiui, das war richtig heikel. Nahe aufs Tor gezogen, Saipi muss den Ball halten. Klar, Paris wird noch etwas gehalten. Hätte auch sein können, dass ein Lugano-Akteur den Ball ins eigene Tor lenkt. Das war ein... Und im Zentrum verpassen sie alle. Aber dann fordert Basel einen Elfmeter. Weil Vujo da zurückgehalten worden ist. Verpasst gegen GC war eingewechselt worden, obwohl das eigentlich nicht das primäre Ziel von Mattia Crocitorti war, ihn schon gegen die Hoppers zu bringen. Aufgepasst. Sabatini, Cololi, zweite Welle, Ballverlust. Stark gemacht. Milton Valenzuela. Wieder Mau. Espinosa unterstützt. Lukas Görtler. Aber
Die Räume, die hat man noch nicht richtig gefunden. Im Gegenteil, die Basler schnüren Lugano jetzt hinten ein. Kommen zur Möglichkeit, was immerhin mit dem fünften Eckball belohnt wird. Auch der schon ausgeführt. Fabian Frey, guter Schuss. Saipi nach vorne abgeprallt. Und dann stehen sich da zwei Basler gegenseitig im Weg. Jetzt sind Räume da für Lugano. Steffen schaut ins Zentrum. Marvin Hinz passt auf, aber auch da ein Missverständnis. Und der Ball war schon draußen. Lugano wird einen Eckball treten dürfen. So, Fabian Frey zunächst in der Offensive. Und Saipi, da sieht er nicht sehr glücklich aus. Freistoß zu weit. Espinosa. Sabatini kann sich drehen, hat zu viel Platz, meines Erachtens, und Steffen macht das 1:0. Der Ex-Basler in der 69. Minute, Lugano mit dem ersten Schuss aufs Tor, und der ist auch gleich drin, Renato Steffen. Hier, Sabatini. Keiner ist bei ihm. Er darf sich drehen, er darf schauen, er darf flanken. Steffen liegt im Abseits, schleicht sich Böhne davon. Hitz aus dieser Distanz. Natürlich chancenlos. Und Steffen, der beste Vorbereiter der Liga, auch schon mit Saisontor Nummer 4. Hält sich nicht wegen der... Da geht es über links, wieder sind die Zuspiele nicht präzise genug. Aber immerhin, das ist etwas, was den Basler Mut machen wird. Lugano findet im Moment keine Wege mehr hinten raus. Ach, Vega, fürchterlicher Fehlpass. Und jetzt Zeller, auf und davon. Zeller wartet und macht das geschickt und macht das 2:0, aber das Tor zählt nicht. Abseits, wieder Abseits, Tor von Can Zeller, wie schon am Mittwoch gegen Getze. Ja, schwierig zu sagen aus der Perspektive. Aber er startete nicht aus der eigenen Platzhälfte. Lässt dann die beiden Basler Verteidiger Barišić und Vujo etwas gar einfach aussteigen. Es gibt noch einmal Eckball. Auch Marvin Hinz begibt sich nach vorne. Die Hälfte der Nachspielzeit ist bereits rum. Demir, er kommt in die Hitznähe, dieser Ball. Böhne, Aftulao, Demir. Lang ist gut, Schmid ist da und verpasst den Ausgleich. Das ist sie gewesen, die dicke Chance für Dominik Schmid. Nicht unbedingt als Kopfball ungeheuer bekannt. Aber hier in vorzüglicher Abschlussposition springt etwas früh ab, sich abzeichnet. Noch einmal abseits. Matija Krocitov, die möchte, dass es vorbei ist. Aber es ist noch nicht vorbei. Den Angriff lässt Fedai San noch zu. Schmid. Verlängert von Demir. Da ist die Chance. Und das ist nicht der Ausgleich. Krešnik Kajrisi. Du meine Güte. Noch eine Flanke. Wieder Kajrisi per Kopf. Der rettet Lugano hier die 3 Punkte im Alleingang. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Sabatini, Maček,
Freistoßbasis. Vielleicht ist Sanna noch immer nicht genug. Die 5 Nachspielminuten sind längst rum. Wir sind bei 6 Nachspielminuten, die schon vorbei sind. Basel rennt an, Jovanovic verlängert. Vujo noch einmal auf Gauto, alle stehen sie auf, die Flanke zu weit. Und das war's. Der FC Basel verliert gegen Lugano zu Hause mit 0:1. Großer Jubel bei Mattia Crocitorti. Seine Mannschaft hat einmal nur auf das gegnerische Tor geschossen und getroffen in der Person von Renato Steffen in Minute 69. Die Basler sind angelaufen. Yusuf Demir, Sinnbild dieser heutigen Basler Niederlage, in der 95. Minute diese Möglichkeit. Verlängert zunächst per Kopf, wäre nicht im Abseits gestanden, und Krešni Karisi, das ist eher Kampfsportart als Fußball, wie er da reingeht. Allerdings ungefährlich, aber mit dem gestreckten Bein jubelt er, und diese Aktion, die war wohl entscheidend. Ansonsten hätte der FCB den Kopf aus der Schlinge gezogen. So aber sind es zum ersten